Aber ich liebe dich. Tut mir leid. Marmorstein und Eisen bricht. Aber unsere Liebe nicht. Ja. Du? Ja. Du hast viele Haare auf dem Kopf. Ja. Warum ich nicht? Weil du zu viel nachdenkst. Moment mal, das heißt ja, dass ich gar nicht nachdenke. Unangenehmer Moment. Hör auf mir zu folgen. Das ist mir peinlich. Und willkommen wieder zurück, meine Damen und Herren, bei der nächsten Ausgabe von Let's Play Darksiders 2 von ihrem 93 Chovo. Im letzten Teile. Ich wusste es doch, dass in dir nichts ist. Du warst nichts wert. Du kümmerliches, kleines Vasenteil. Unmöglich. Da habt ihr es gemerkt, er hat so ein bisschen so... Unmöglich, tackerst du schon wieder rum? Soll ich dir den Tacker wegnehmen? Hör auf damit. Hör auf damit einfach, ja? Gut, du musst hier warten. Ich muss schwimmen gehen. Also die Unterwasseransichten hier sind einfach wunderschön. Wobei ich ein bisschen so die Silberfische vermisse. Ich meine, nicht, dass ich mich irgendwie beschweren würde, dass hier keine Gegner sind, sondern... Wobei, das... Nee, was will ich jetzt sagen? Ich beschwere mich nicht, dass hier keine Gegner sind, weil ich finde es in Ordnung, wenn hier keine Gegner sind. Okay, wie komme ich da rein? Wo muss ich überhaupt hin? Hier vielleicht? Ah, hier. Oh komm, danke. Da komme ich raus. Ich kann mich durchglitschen, nein? Nein, ich kann mich... Wobei, wenn hier eine Öffnung ist, dann ist vielleicht unten auch eine Öffnung. Nein, hier ist auch keine Öffnung. Wo muss ich hin? Ich bin ja in irgendeinem inneren Teil. Keine Ahnung, wo genau. Wir haben eine verschlossene Tür und ich weiß auch nicht... danke schön. Hier muss eine Kugel rein. Aber wie kommt hier Kugel? Moment. Der Golem hat eine Kugel drin. Da ich aber keine andere Kugel... Hör auf zu tackern. Das ist meine letzte Warnung an dich, Khan. Was? Ach, so machst du das Geräusch. Das sind die Tackerschuhe von Adidas. Preisgünstig für 5,99. Oh, Münze. Hui. Für Münzen, da werfe ich mich auch mal in reißende Gewässer. Wobei das ein liegendes Gewässer ist. Was ist da? Da kann man ja auch. Dödem, 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 dödem. Das sind Mühlen. Und Mühlen tun normalerweise was antreiben. Doch, da habe ich einen Schalter gesehen. Ah, gut, da geht's raus. Ich bin ja eine Wasserratte. Besonders auch, wenn ich lang nicht geschwommen bin. Nee. Wie wär's, wenn du mal wartest und... Moment, das hat er doch gerade gesagt. Vielleicht gehst du mal weiter und ich warte. Wie wär's damit? Wie bewege ich den Schalter? Ah, lass dich dort nicht platt machen, ja? Ja, ich passe ja schon auf. Ich glaube, ich weiß schon, wie es geht. Da ist ein Stein, den kann man nicht kaputt machen. Da muss ich hin, alles klar. Nur wie komme ich da drüben hin? Moment. Wenn ich das ergreifen kann, dann bin ich der Meisterglitscher. Na. Von wegen Meisterglitscher. Meister Noob eher gesagt. Gut, komm mal her. Ich brauche deine großen, starken Fäuste. Muss ich eine wunderschöne Frau massieren? Also wenn du mit schöner Frau einen Stein meinst, dann ja. Oh. Zählen. Feuer. Was? Den kann ich nicht kaputt machen? Ich dachte, den könnte ich kaputt machen. Ja. Moment. Ich habe die Idee. Wenn der kaputt geht, dann kann ich seine Kugel nehmen. Haha. Na komm, wenn ich den Schalter drücken könnte, aber der Schalter lässt sich nicht drücken. Ich muss irgendwie den Stein da wegkriegen. Aber wie?
total verstopft. Einfach schlagen. Nein. Der Stein ist... Wie sagt man? Er ist immun, genau. Er ist immun gegen Golemkräfte. Ja. Ich versuche gerade irgendwie meine Gehirnzellen zu zerquetschen, damit ich mal ein bisschen Gehirnschmalz abbekomme. Nein, damit geht's auch nicht. Es muss eine Möglichkeit geben, den kaputt zu machen. Irgendwie. Lauf weiter, Reiter. Ich ruhe mich etwas aus. Vielleicht kann ich da drüben weiterklettern. Hier geht ein Weg lang. Alles klar, du ruhst dich aus und ich hänge erstmal an einer unsichtbaren Wand. Das sieht für mich aber auch zu hoch aus, dass ich da irgendwie dann an die Wand könnte. Naja. Probieren geht über Studieren und wie ich es meine, ich bin ganz knapp. Komm schon, komm schon. Jawohl, es geht doch. Wow, tot. Du hast dein Gemüse ist brav aufgegessen. Wie du springen kannst, wie ein kleiner Hase. Ein kleiner Hase mit Sensen bewaffnet. Also, da geht's gar nicht weiter. Alle, komm schon. Und hoch. Ach, wie praktisch. Besser als die Abgrundkette. Kann ich irgendwie schneller klettern oder... Ne? Ah, sogar an der richtigen Stelle gedrückt. Ich habe gerade gar nicht darauf geachtet. Naja. Ladedi. Ich habe das Gefühl, ich muss diesen Schalter drücken. Hui. Das geht aber weit runter. Naja, einen schnellen Weg zurück gibt es schon mal. Da. Nein. Hier nicht. Hier noch nicht tot. Ich habe keine Höhenangst. Mein Bruder hat welche. Ich habe keine. Ne. Sonst könnte ich sowas wie Free Fall oder sowas nicht fahren. Da würde ich ja kotzen, bis meine Lunge rauskommt. Drohen lasse ich ja nicht drohen. Money ist all mein. Money ist nicht dein. Money, so soll es sein. Money, meine Tasche rein. Verteidigung 4. Erfahrung 5. Verteidigung minus 15. Das gibt mir aber kritischer Schaden. Und Gesundheit 58. Da kann ich mir einstecken. Wo geht's hier lang? Fährmannsmünze haben wir da unten. Ich glaube, ich muss da sogar lang. Geronimo! Wow! Au! Ah! Bei Y kann man so eintauchen, wie so ein Sporttaucher. Alles klar. Wo ist die Münze? Wo ist die Münze? Wo ist die Münze? Ja, wo ist die Münze? Ja, wo ist eine feine Münze? Ich habe doch eine Münze gesehen. Wo ist die Münze? Komisch. Ich habe doch eine Münze gesehen. Wo ist die Münze? Ja, ich weiß. Ich sehe sehr konstruktiver Kommentar. Wo ist die Münze? Wer hat die Münze gestohlen? Wer hat die Münze gestohlen? Wer hat die Münze gestohlen? Rausspringen kann ich ja nicht. Ah, dann geht's da weiter. Was? Ich habe die Münze gesehen. Oder? Habe ich die Münze gesehen? Ah, da ist die Münze. Ah. Ich kann mich doch noch auf meine guten alten Augen verlassen. Kann Tod eigentlich unter Wasser atmen oder hat er einfach nur ein wahnsinniges Lungenvolumen? Ich tippe ja aufs Weiteres. Aufs Weiteres. Moment, wo werde ich jetzt hoch? Echt? Warum kann er sich da nicht festhalten? Er hat Klauen. Er könnte sich einfach hier die in den Erdboden rammen, aber nee. Wo geht's lang? Wo wollte ich lang? Wartet mal, meine Lieben. Ach, jetzt hab ich's. Okay, danke. So. Hüppala. So. Nach oben? Nach links oder rechts? Okay, das ist mir zu offensichtlich. Ich gehe mal rechts lang. Und ich sehe, dass es hier nicht weitergeht. Nicht abspringen. Alles klar, so. Ich weiß, wenn es manchmal
wie sagt man, schmerzvoll aussieht, mir da zuzuschauen, hab bitte Erbarmen mit mir. Das zum Beispiel war eine gute Abkürzung. Warte, hä? Na, warte. Okay, jetzt mache ich meine schöne Combo. Und der... Ah, wow, die machen ja wirklich Schock. Finisher! Oh, Zeitlupe! Cool. Come over here! Komm schon, komm her! Ich beiße nicht, ich schneide nur. Bam, dann. Aua, hey, hör auf zu kratzen. Ich hab keine Pfeffchen, hey. Genau, versteck dich in der Wand. Okay, jetzt nehme ich am besten mal einen Heiltrank. Und einen Zorntrank zurück, alles klar. Ah, das tut mich ja doch nicht ganz auffrischen, alles klar. Gut. Ah, natürlich. Die Mühlen werden erst durchs Wasser betrieben. Wassermühlen. Das wusste ich. Nicht. Ich gebe es zu, darauf wäre ich nicht gekommen. Ah, da haben wir Bomben. Alles klar. Und mit Bomben kann man Steine knacken. Ah, und dann muss der... Ich hatte doch recht. Und da muss der Golem rein, denn in dem Golem ist ja diese blaue Murmel drin. Und mit der blauen Murmel können wir dann reinschieben. Und damit können wir dann erstmal baden gehen. Und damit können wir dann drin diese auf den Schalter schieben, um dann die Tür aufzumachen. Und dann sollten wir an den Punkt kommen, von dem wir aus den Stein erreichen können. Gut. Oh. Reitertor befreite sich auf seinem Sprung vor. Das Publikum ist gebannt. Und diese Aussicht ist himmlisch. Alle ab! Yep. Perfekter Eintauch. Perfektes Eintauchen. Ich werd weggeschwemmt. Kann es mich verletzen? Ich will nicht sterben. Geronimo! Kann mir nichts tun. Alles klar. Hier ging es doch irgendwo raus. Oder? Ging es hier wo raus? Oder? Ah, da draußen ging es raus. Genau, da links. Da habe ich was gesehen. Oder auch nicht? Oder doch? Oder ja? Oder nein? Wo ging es hier jetzt raus? Wo ging es hier raus? Alter, setzt mich mit einem Kompass im Wald aus. Ich würde mich trotzdem verlaufen. Ah, da. Okay, da. Ja. Alle, ja. So. Das ist auch, finde ich, schön, so kettenreaktionsmäßig. Man hat eine Sache erfolgreich gemacht und dann kann man auch die nächste. Kann man die nächste Sache dann machen. So. Alles klar, rein mit dir. Ja, ich passe dir auf. Tut mir leid, mein Golem. Aber ich liebe dich. Tut mir leid. Marmorstein und Eisen bricht. Aber unsere Liebe nicht. Ja. Hä? Hey, wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ach so, der ist da drin. Ah, aber er ist zu schwer. Aha. Jawohl. Ich habe das Gefühl... Ich muss mit diesen Gondeln irgendwas im inneren Bereich machen. Die haben Bomben, das heißt, irgendwas muss mit denen drinnen gemacht werden, wenn ich sie dann abschieße. Ja. Bei solchen Spielen, da hilft mir mein Verstand, der weit vorausdenkt. Der hilft er mir, ja. Ja, vorsichtig. Dankeschön. Ach, du bist so ein Gentleman heute. Ach. Gut. Na, Tod, mit was kommst du denn da an? Einem kleinen Bällchen zum Spielen. Moment. Macht doch nichts. Alles klar, hier muss ich erstmal alleine weiterkarren. Alle ab. Ja, das konntest du kennen, was? Hm?
So. Nee, wie lasse ich mich einfach fallen? B, oder? Danke. Wofür sind dann da Bomben dran? Hä? Wofür sind da Bomben dran? Oh! Oh Mann, ich bin so schlau. Seht ihr das? Die würden genau an der Stelle vorbeifahren, wo die Steine von war, das Verderben. Eigentlich hätte ich es auf diese Weise machen müssen, aber wie schlau ich doch bin, ich habe es mit dem Golem gemacht. So ein... Ja. Stein. Ich kümmere mich darum. Stein Nummer 2. Jawohl. Perfekt zum Ende des Parts, meine lieben Damen und Herren. Den zweiten Stein werden wir dann im nächsten Teil beim großen Wächter abliefern. Falls Sie gerade nicht wissen, was ich gemeint habe, also sehen Sie hier. Hier hätten wir es zum Explodieren gebracht, die Kugel, das Verderben wäre weg gewesen und wir hätten durchgekonnt, um den Skelettschlüssel zu bekommen. Aber mit der Faust des Golems konnte ich es umso schneller machen. Also gut, hier beenden wir den Part. Beende ich den Part, ja. Falls es Ihnen gefallen hat, dann lassen Sie es mich bitte wissen und dann sehen wir uns bei der nächsten Ausgabe. Bei welchem Versuch, dich bei deinen Allerwertesten zu lecken? Ja, da würde ich mich ja auch hier den Hals verrenken. Also, falls er Ihnen gefallen hat, meine Damen und Herren, dann... Ich warte hier. Du gehst weiter. Ja, du wartest mal mit deiner heißen Zunge. Ich komme hier gar nicht zu Wort. Falls es Ihnen gefallen hat, dann lassen Sie es mich bitte wissen, bevor der Kanne wieder dann weiterredet. Dann sehen wir uns bei der nächsten Ausgabe bei Let's Play Darksiders 2. Ich bin der 93 Joe, I love to Nintendo. Tschüss und goodbye. Tschüss, Sikowski. Coole Pause, tot. Schnell, sofort. Dankeschön. Auch schon. Tschüss, Sikowski. Tschüss, Sikowski.